Hallo und herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 26. Heute ist die TSV Neunkirchen am Brand zu Gast in Mögeldorf. Erneut also ein Gegner aus den unteren Tabellenregionen. Im ekligen Regenwetter dauerte es 20 Minuten, ehe wir die 1:0 Führung markieren konnten. Trotz lautstarker Proteste der Gegner zählt das Tor. Keine 5 Minuten später stellt Kamara nach einem Angriff über rechts das Ergebnis auf 2:0. Noch vor der Halbzeit konnten wir das Spiel endgültig entscheiden und mit einem Konter das 3:0 markieren. Hier war der Konter leider schneller als die Kamera. Auch nach der Pause spielten wir weiter nach vorne und waren erneut zu schnell für die Kamera. Trotzdem fällt hier das 4:0, wieder durch Bene. In der 68. Minute gelang den Gästen dann auch noch der Ehrentreffer. Manuel Menges macht das 4:1. 10 Minuten vor dem Ende schraubt mir das Ergebnis nochmal in die Höhe und Kamara trifft zum 5:1. Das halbe Dutzend machte dann Schinner in der Nachspielzeit voll. Schöner Treffer zum 6:1. Das war dann auch der Endstand. Wir bleiben damit im oberen Tabellendrittel und die Abstiegssorgen unseres Gegners werden immer größer.